Sie benutzen Menschen, die von Nazis verfolgt, gejagt und getötet wurden, um ihre politische Propaganda durchzusetzen. Sie benutzen einen angeblichen feindlichen politischen Islam, um ihre verquerten faschistischen Ideologien von einem Deutschland den Deutschen durchzusetzen. Und sie wundern sich, wenn Menschen dagegen sind und sie hier weg haben wollen. Ja? Das ist wieder, sie gehören im Knast, sie drohen, sie heulen rum, sie inszenieren sich als Opfer. Ja? Wir in Deutschland wollen wir nicht, wir wollen so eine Leute besiegen, wir wollen keine Nazis in Hamburg. Verpissen Sie sich! Darf ich jetzt antworten? Bleiben Sie doch da! Jetzt hat sie auf, ne, wie eine Taube aufs Schachbrett geschissen, alle Figuren umschmissen und fliegt weg. Ne? Anstatt dass sie da bleibt und dass sie hier antworten kann. Keiner hat hier jemals was davon gesagt, Deutschland den Deutschen. Wir haben heute hier mit Kurden diskutiert, mit Georgierinnen, ja, mit Türken, ja, mit so vielen Ausländern. Wir sagen, in Deutschland ist jeder herzlich willkommen, der erstens legal hier ist, der sich an unsere Gesetze hält und hier fleißig ist und mitmacht. Alle herzlich willkommen. Ja, die Dame hat eben bewiesen, dass sie hier diesen Nazi-Spuk im Kopf hat und an nichts anderes mehr denken kann. Es geht hier nicht um Deutschland, den Deutschen. Merken Sie sich das. Ja, nochmal, alle herzlich willkommen. So, zweitens, wir benutzen nicht die Juden, wir schützen die Juden aktuell vor dem Hass des politischen Islams auf Juden. Sie begreifen nichts, weil sie nur in ihren starren linksideologischen Denkmustern verhaftet sind. Hier wird niemand benutzt, hier wird aufgeklärt und gewarnt, ja, weil alle die Hosen voll haben in Deutschland, es auszusprechen, dass es hauptsächlich der muslimische Antisemitismus ist, der aus jedem Vers des Korans rausquillt. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, mit was ihr es zu tun habt, Leute. Ja? Der Koran ist voll, proppenvoll mit Hass gegen Juden. So, jetzt weiter damit. Ich bin runter auf einen Haufen, nicht mit anderen Haufen. So, wenn ihr wissen wollt, woher der Hass auf Juden kommt, müsst ihr den Koran lesen. Das gefährlichste Buch der Welt. Allah hat die Juden wegen ihres Unglaubens verflucht. Sure 2, Vers 88. Ein Gott, den Juden verflucht. Und dieses Gedankengut ist in diesen fanatischen Moslems im Gazastreifen, die anrennen gegen den demokratischen Staat Israel, die ihn vernichten wollen, weil es ein ihnen verhasster jüdischer Staat ist, der keine Existenzberechtigung hat, weil Juden verflucht sind. Weiter, es geht noch weiter. Der Prophet Mohammed, genau das, der hat gesagt, die Zeit wird nicht anbrechen, bevor nicht die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten. Er hat befohlen, die Juden zu töten. Und dieser Ausspruch aus den Hadithen ist in dem Programm, der Hamas, in dem politischen Programm, in Artikel 7 festgehalten. Wörtlich. Und deswegen schießen die tausende Raketen auf Israel, bauen Tunnels, um Selbstmordattentäter in diesen demokratischen Staat reinzulassen. Die sind zerfressen vom Hass und der Hass quillt aus dem Koran und aus den Hinterlassenschaften des Propheten Mohammed, der 800 gefangene Juden köpfen ließ im Jahr 627 in Medina. Da wurden von morgens bis abends ein Juden nach dem anderen geköpft bei lebendigem Leibe. Und so steht es im Koran in zwei Versen in Befehlsform. Köpft sie, bis ihr ein Gemetzel angerichtet habt. Leute, da kann man... Wie war es im Christentum? Was ist denn jetzt mit dem Christentum? Mensch, im Mittelalter... Ey, komm, wie war es im Christentum? Meine Herren gesagt. Also, wie war es im Christentum? Kommen Sie her. Kommen Sie her. Wie war es im Christentum? Sie sprechen jetzt das Mittelalter an. Jetzt hören Sie auf mit Beleidigungen. Im Mittelalter. Sie sprechen das Mittelalter an. Also können Sie jetzt normal reden? Ihre Frage war, wie war es im Christentum? Also, im Mittelalter sind viele schlimme Dinge passiert. Von Machtgeilen, Päpsten, Kardinälen und Bischöfen, die entgegen der Lehre des Christentums, ja, ihre Machtpolitik betrieben haben.
entgegen der Lehre des Christentums. Mit Jesus, mit dem Neuen Testament, kannst du keine Gewalt, kein Unrecht und kein Töten, keinen Krieg legitimieren. Das ist der Punkt. Und deswegen hat Martin Luther die Bibel auf Deutsch übersetzt und ab dem Zeitpunkt gab es keinen Missbrauch des Christentums. So, und jetzt kommen wir zu den Zitaten von historischen Größen. Bereitet mal bitte diese Plakatserie vor, die Zitate, Karl Marx liegt oben, den Plakatenstapel. So, jetzt machen wir erst noch das mit den Juden weiter. Ihr wisst gar nicht, mit was ihr es zu tun habt. Das sind alles Befehle eines Gottes. Es sprechen die Juden, Esra ist Allahs Sohn. Es sprechen die Christen, der Messias ist Allahs Sohn. Allah, schlag sie tot. Koran, Sure 9, Vers 30. Das ist in den Köpfen dieser fanatischen Moslems. Denn der Islam sagt, Allah ist der einzig wahre Gott. Alle anderen Götter sind falsch. Ja? Der christliche Gott ist falsch, der jüdische, der hinduistische, der buddhistische. Alle müssen bekämpft werden, bis alles an Allah glaubt. Das ist die Doktrin. Das ist die islamische Doktrin. Die Doktrin des politischen Islams. Eine totalitäre, faschistische Ideologie, die sagt, wir müssen herrschen, bis alles sich der Scharia unterwirft, alles an Allah glaubt. Das ist es, mit was wir es zu tun haben. Ähnlich dem Nationalsozialismus und dem Kommunismus. Weiter. Zeitlos gültige Kampfbefehle und kämpft gegen sie, damit keine Verführung mehr stattfinden kann und kämpft, bis sämtliche Verehrung auf Allah allein gerichtet ist. Leute, wenn ihr demnächst den Muezzin-Ruf bekommt, in Rendsburg ist es schon soweit, da ruft der Muezzin. Wisst ihr, was da gerufen wird? Ich bezeuge, Allah ist der einzige Gott und Mohammed sein Prophet. Das ist eine Kriegserklärung an alle anderen Religionen. Kein anderer Gott wird akzeptiert. Der absolute Wahrheitsanspruch. Kennzeichen von totalitären Ideologien. Leute, da müsstet ihr auch dagegen sein. Ja? Bitte? Ja, du sollst keinen Gott neben dir haben. Ja klar, das ist das Kennzeichen aller monotheistischen Religionen. Dass er, ja, aber im Christentum wird es Gott sei Dank nicht mit Gewalt durchgesetzt. Im Christentum tötet man nicht Andersgläubige. Verstehst du? Es gibt kein Dschihad im Christentum. Hier, Menschen werden entmenschlicht. Juden werden als Affen beleidigt im Koran. Werden verstoßene Affen. An verschiedenen Stellen, Sure 2, Vers 65, Sure 7, Vers 166. Schaut euch diese fanatisierten Moslems an, voller Wut, voller Hass. Wie kann man den kleinen demokratischen Staat Israel, der so groß ist wie Hessen oder so klein ist wie Hessen, wie kann man diesen Staat hassen? Irrational. Nur erklärlich durch den Hass, der im Koran auf Juden formuliert ist. Weiter. Ach komm, was heißt hier Heuchler? Das sind Fakten. Alles Fakten und Tatsachen. Weiter. Allah zürnt ihnen und hat einige in Affen und Schweine verwandelt. Die glauben, dass da lauter Affen und Schweine sind. Juden werden echt auf die niederste Stufe gestellt. Auf die Stufe von Tieren. Affen und Schweine. Schweine sind im Islam auch noch unreine Tiere. Da wird ein Hass produziert. Und schaut euch diese Leute an hier. Diese Moslems aus dem Gazastreifen, die israelische Fahnen verbrennen, voller Hass. Und der Hass auf Juden ist auch in Deutschland angekommen. Es wurden schon zig Juden in Deutschland von Moslems attackiert. Es wurde in Berlin ein Jude, der mit einer Kippa erkennbar war, von einem syrischen Moslem im Gürtel ausgepeitscht. Die Bilder gingen durch Deutschland. Es wurde Gott sei Dank gefilmt, sonst wäre es eine Randnotiz gewesen. In Frankfurt wurde ein Rabbi abgestochen mit einem Messer von einem Moslem, nur weil er Rabbi ist. Bitte? Schlimm! Ja, da sind wir natürlich genauso. Das ist die gleiche Ebene. Ob ein islamischer Terrorist sowas macht oder ein nationalsozialistischer, ist genau die gleiche Ebene. Sind wir alle dagegen. Ja? Und deswegen gab es auch damals den Nazi-Islampakt. Brüder im Geiste. Ja, zwei totalitäre Ideologien, die alle zwei Seiten einer Medaille sind. Ja? Leute, es ist doch völlig klar, auch Christchurch
wird verurteilt. Ein fanatischer Massenmörder, der unschuldige Frauen und Kinder und Männer in der Moschee umbringt. Schärfsten zu verurteilen. Terror, grausam. Ja? Ein Nationalsozialist, ja? Der Rache für die ganzen islamischen Terroranschläge genommen hat und dann das Gleiche verübt hat. Ja? Der Typ, der soll sein Leben lang im Gefängnis schmoren. Ist doch klar. Da gibt es keine zwei Meinungen. Wir sind grundsätzlich gegen Gewalt und Terror. Wir haben auch Plakate gegen den Nationalsozialismus. Hey, du bist doch nicht lang da, gell? Also,